Hallo, liebes Internet, was haben wir nicht für Zeit verschwendet letztes Jahr auf diversen Medientagen und Medienforen, uns das Gejammer der Verleger anzuhören, wie böse doch das Internet ist und keiner will mehr was zahlen, blöde Gratiskultur, yadi yadi yai. Ich habe mich gefragt, wir schreiben ja mittlerweile das Jahr 2010 und das ist ja nicht irgendein Jahr, sondern es ist das Jahr, in dem er zu uns herabgestiegen ist, um uns das iPad zu bringen. Und da habe ich mich mal gefragt, was haben eigentlich die Verleger in all den Jahren, in den letzten 10 bis 15 Jahren so getan, um uns Lesern das Lesen angenehmer zu machen. Und deswegen will ich mit euch jetzt einen Test machen. Und zwar möchte ich mir heute im Jahr 2010 online die aktuellen Zeitungen und Zeitschriften kaufen. Ich habe mir dazu ausgesucht einmal die Süddeutsche Zeitung, dann den Focus und dann den aktuellen Spiegel. Ich will einfach mal wissen, wie lange dauert es für mich heute, jetzt hier, diese Zeitungen und Zeitschriften käuflich zu erwerben und nicht etwa irgendwie böse, böse gratis oder so. Nein, nein, richtig gegen Geld. So, ich habe alles, was ich brauche, Kreditkarten. Ich bin auch nicht ganz unbedarft, was das Internet angeht. Ich stelle mich auch nicht blöder an, als ich ohnehin schon bin. Und jetzt will ich mal schauen, wie lange es dauert, bis ich diese Printerzeugnisse dann auf meinem Bildschirm habe. Und damit geht's los. Willkommen auf meinem Bildschirm. Bitte geben Sie ein Passwort ein, das allen folgenden Kriterien entspricht. Mindestens 7 Zeichen enthält einen Buchstaben. Mindestens eine Ziffer enthält mindestens ein Sonderzeichen. Oh mein Gott. Und wir haben soeben eine Bestätigungspin übermittelt, indem wir 0,01 Eurocent auf Ihr Bankkonto gutgeschrieben haben. Der Bestätigungspin-Code ist auf Ihrem Kontoauszug im Verwendungszweck aufgeführt. Dies kann einige Tage dauern. Und damit kommen wir zur großen Abrechnung. Jawohl. Den Spiegel habe ich mir runtergeladen und das Ganze hat 11 Minuten gedauert. 11 Minuten für eine PDF-Datei, die mich dann auch 3,70 € gekostet hat. Das steht, finde ich, in keinerlei Relation, weil dafür kriege ich das Heft ja fast schon gebunden am Kiosk. Genauso wenig wie beim Fokus. Da kostet mich die Titelgeschichte allein 80 Cent. Und der ganze gebundene Fokus kostet 3,20 €, 80 Cent für 4, 5 Seiten als PDF. Das ist mir noch eindeutig zu teuer. Immerhin, der Bestellvorgang als solches bei Fokus war relativ gut. Ich habe das per Telefon gemacht und das hat auch auf Anhieb gut geklappt. Bin jetzt noch auf die Telefonrechnung gespannt, aber als solches kann man da zumindest nicht meckern. Meckern kann und muss man bei der Süddeutschen Zeitung, die es immer noch nicht fertig gebracht hat, dass ich mir eine einzige Ausgabe kaufen darf online. Stattdessen nötigt man mich noch immer, schon seit Jahren dazu, dass ich mir dann auch irgendwie so ein Schnupper-Abo für 13,90 € antue. Das mache ich nicht, wirklich nicht. Das ist für mich, die Zeiten sind vorbei und insofern glaube ich einfach, dass da noch sehr viel Besserungsbedarf herrscht. Steve, tu was. Du kannst es, ich weiß es und ich freue mich drauf, demnächst meine Süddeutsche, meinen Spokus, meinen Spokus, meinen Spokus. Ich freue mich also darauf, in Zukunft meinen Spiegel, meinen Fokus und die Süddeutsche Zeitung demnächst auch auf dem iPad lesen und dort auch bezahlen zu können. Und zwar dann nur noch mit einer einzigen Berührung auf den Bildschirm. Ihr werdet sehen, das wird kommen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf eure Kommentare, wenn ihr Lust habt, und noch ein bisschen mit mir weiter zu diskutieren. Für den Moment erstmal vielen Dank für euer Interesse und Peace out.